Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Guten Morgen am 24.01. Guten Morgen beim Geek Talk Daily, wünscht Jan. Ich habe heute wieder für euch gut 10 Technik-News vorbereitet, plus ein paar News aus dem, sagen wir mal, erweiterten Umfeld. Wir starten mit ein paar News rund um das Thema Samsung und generell um das Thema Android-Smartphones, gehen dann auch über zu Personalentscheidungen bei Xiaomi, gehen dann zu der US-Börsenaufsicht, die wieder mal ein bisschen prüft, wieder streifen wir kurz das Thema Tesla und kommen dann zu Snapchat und ganz am Ende geht es noch kurz um das Thema Star Wars. Wir starten bei Samsung. Vergangenen Sommer sind die Samsung Galaxy Note 7 leider die Akkus mehr oder minder abgeraucht und haben teilweise zu brennen begonnen. Daraufhin gab es den ersten Rückruf und den ersten Austausch. Auch bei den bereits ausgetauschten Geräten gab es dann wieder Probleme, bis Samsung dann das Gerät endgültig eingestellt hat. Wie angekündigt hat Samsung heute dann bekannt gegeben, was der Grund dafür war. Es sind zwei unterschiedliche Probleme. Einerseits liegt es an gekrümmten Kontakten, das war das Problem am ersten Akku, die dazu geführt haben, dass es im Gerät Kurze gab, quasi also Kurzschlüsse, und dementsprechend dann das Gerät zu rauchen begann. Beim zweiten Akku ging es dann quasi darum, dass eine fehlende Isolationsschicht teilweise eben zu der Rauchentwicklung geführt hat. Dementsprechend, wie Samsung selbst sagt, eigentlich hätte man beide Probleme wahrscheinlich lösen können durch bessere Tests und genauere Safety-Checks, wie sie es selbst nennen. Dementsprechend gab es heute auch ein neues 8-Punkte-Batteriesicherheitstestprogramm quasi. Ja, wir dürfen gespannt sein und hoffen, dass Samsung das insofern nicht passiert. Leider dann noch eine traurige Nachricht für die Zukunft. Offensichtlich hat das Auswirkungen auf die Vorstellung des neuen Samsung-Spitzensmartphones. Das S8 wird nicht im Februar im Rahmen des Mobile World Congress erscheinen. Zwar hat man das jetzt nicht ganz offiziell auf die Probleme mit dem Akku geschoben, aber auf der anderen Seite, beide Informationen kamen am gleichen Tag, dementsprechend wird das schon die ein oder andere Korrelation haben. Handys, die erscheinen werden, wird zum Beispiel eines von Huawei sein, davon war ohne dies schon auszugehen. Wahrscheinlich wird am Mobile World Congress Ende Februar dann auch das P10 vorgestellt. Das soll ein ganz spannendes Gerät werden. Es gibt jetzt die ersten geleakten Bilder. Soll ein 5,5 Zoll Gerät werden mit einer wirklich großen Auflösung von 2560x1440. So im Vergleich, das ist das, was so ein MacBook Pro 13 Zoll heutzutage hat. Ja, starker Prozessor, 6 GB RAM, ein gecurvtes Display, also halt auch wieder so abgerundete Ecken quasi auf der Seite hinein gedreht, so wie das bei den Edge-Geräten von Samsung der Fall ist. Ja, wird sicher ein spannendes Gerät. Ende Februar werden wir mehr sehen. Wir hoffen, dass die Geräte dann auch entsprechend in den Ausführungen nach Europa kommen werden. Stichwort nach Europa kommen werden. Und eine nicht ganz unberechtigte Kritik, die von Martin immer kommt. Xiaomi hat heute einen schweren Verlust zu verzeichnen. Der Chef von Xiaomi, Hugo Barra, hat heute mehr oder minder sein Amt zurückgelegt und wird wieder zurück in den Silicon Valley gehen. Grund dafür dürften vor allem persönliche Gründe sein, wie er selbst auf Facebook mitteilt. Er hat festgestellt, dass die letzten Jahre, die er in diesem abgeschlossenen Umfeld quasi gelebt hat, ferner von seiner Familie und seinen Freunden, sich auf seine Gesundheit ausgewirkt haben. Dementsprechend möchte er ihm zurück zu seiner Familie und seinem Umfeld und wird den Job bei Xiaomi beenden. Die US-Börsenaufsicht ist jetzt auf Yahoo aufmerksam geworden. Die will jetzt den Umgang der Daten bzw. den Umgang mit den Nutzerdaten, die ja Yahoo mehr oder minder bei diversen Hacks mittlerweile verloren hat, näher prüfen. Man will davon genauer schauen, ob quasi die Sicherheitskriterien einerseits in Ordnung waren, andererseits aber auch, wie man mit der Information zu den Hacks generell umgegangen ist. Es sind ja erst letztes Jahr bzw. dann Ende 2015, Anfang 2016 teilweise Informationen laut geworden von Hacks, die schon Jahre her waren. Und die Frage ist einfach, inwiefern auch der Yahoo vielleicht schon früher Dinge gewusst hatte. Und man wird hier entsprechend weiter prüfen. Wie sich das auf den Kauf durch Verizon auswirkt, ist mal eine andere Frage. Momentan geht es mal vor allem darum, wie man mit den Nutzerdaten einerseits umgeht und andererseits, wie man mit den Informationen zum Hack an sich umging. Wir kommen ein bisschen zu unserer Update-Ecke. Das erste Update und wahrscheinlich spannendste des heutigen Tages ist der Autopilot 2 von Tesla. Tesla rollt jetzt quasi seinen neuen Autopiloten aus, der soll deutlich verbessert werden. In neuen Fahrzeugen werden die dann im Oktober 2016 quasi eingesetzt werden, oder werden sie schon eingesetzt. Jetzt wurde quasi freigeschaltet und auch bestehende Autos werden das dann jetzt noch zusätzlich erhalten. Elon Musk selber, vielleicht auch passend zu dem Urteil des Verkehrsministeriums, das wir auch gestern im Geek Talk Daily hatten,
weist darauf hin, dass noch mit Vorsicht das Ganze zu genießen ist. Aktuell sind die, ist der Autopilot zum Beispiel auch auf 72 km/h limitiert, zumindest was diese Autosteer-Funktion betrifft. Er weist auch darauf hin, dass das Auto noch neu lernen muss und sich auch neu justieren muss. Dementsprechend noch mit Vorsicht geboten, aber in dieser Hinsicht, es geht etwas weiter, wir dürfen gespannt sein. Ein Update, mit dem wir fast nicht mehr gerechnet haben: Google hat letztes Jahr bei seiner Entwicklerkonferenz Android Instant Apps vorgestellt. Das sind Apps, wo nicht alles immer runtergeladen wird, sondern nur die Teile, die ihr gerade benötigt. An und für sich ein spannendes Konzept, es ist also ruhig darum geworden. Jetzt gibt es die Info, dass man mit Live-Tests starten wird. Daran teilnehmen wird BuzzFeed, Wish, Periscope und Wiki in erster Linie mal. Wenn das dann entsprechend funktioniert, wird man das dann auch auf andere Apps auszahlen. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Nach gut 9 Monaten wird es auch Zeit, dass hier mal langsam was passiert und auch die ersten Tests beginnen. Stichwort Android, nur diesmal aus einer leicht anderen Ecke. Wir hatten ja leider die News, dass CyanogenMod mehr oder minder eingestellt wurde, sich aber einige findige Programmierer weiter daran machen, Custom ROMs zu entwickeln. Die werden dann LineageOS heißen. Da gab es bereits den ersten Release. Der erste Release ist leider nur für die sonst eh sehr beliebten Google Nexus Geräte, vor allem für das 5X und das 6P, zusätzlich noch für das Motorola G4. Ja, wir dürfen auch hier hoffen, dass es weiterhin Updates dann gibt für Geräte, die nicht direkt mehr von Google mit Updates bedacht werden oder eben nicht aus der Nexus-Linie sind. Den Abschluss unserer Update-News macht Snapchat. Hier hat man das angekündigte neue Design ist ausgerollt. Im Endeffekt, ja, ist es vor allem leichter möglich, neue Konversationen damit zu beginnen. Sieht alles ein bisschen übersichtlicher aus. Durchaus, was Snapchat ja ganz gut tut, meiner Meinung nach. Auf der anderen Seite berichtet die New York Times auch heute, dass man eine Möglichkeit finden möchte, gegen Fake News vorzugehen. Da wird es auch entsprechende Publisher-Richtlinien geben. Wir dürfen gespannt sein, ob Snapchat hier entsprechend Fortschritte erzielen kann. Wobei man ja zugeben muss, dass dieses Medium aufgrund der kurzen Halbwertszeit da noch gar nicht so im Fokus stand. Da sind hier vor allem Facebook und Twitter wesentlich weiter vorne und haben hier wesentlich größere Probleme als Snapchat, die ohne dies hat. Trotzdem schön, dass auch Snapchat sich um das Thema kümmern möchte. Zum Abschluss zwei Star Wars News, vielleicht nicht ganz ein Technikthema, aber zumindest ein bisschen die erweiterte Blase quasi. Zum einen gibt es relativ beeindruckende Zahlen zu Star Wars Rogue One, das ist ja kurz vor Weihnachten veröffentlicht worden. Der Film hat jetzt die 1 Milliarde Dollar Umsatzmarke geknackt und ist damit auf Platz 7 der kommerziell erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Er ist immer noch nicht so erfolgreich wie der quasi Vorgänger, das heißt der Film, der 2015 erschienen ist, Star Wars, das Erwachen der Macht, der kommt auf beeindruckende 2 Milliarden Dollar, also das Doppelte. Man darf aber trotzdem gespannt sein, wie Rogue One hier vielleicht noch aufholen wird, schließlich läuft er noch in den Kinos. Und zu guter Letzt noch eine andere Info zu Star Wars, Episode 8, wissen wir, dass sie kommen wird dieses Jahr dann zu Weihnachten. Wir wussten bisher noch nicht, wie sie heißt. Heute wurde das Geheimnis gelüftet. Sie heißt The Last Jedi, also der letzte Jedi. In diesem Sinne, der letzte Jedi, meine letzte News. Bleibt mir nur noch eine Bitte an euch. Bitte geht auf daily.geektalk.ch/Umfrage. Füllt dort unsere Hörerumfrage aus, damit wir wissen, wie und ob wir weitermachen. Und ansonsten bleibt mir nur mich für heute zu verabschieden und euch einen schönen und angenehmen Tag zu wünschen. Danke, ciao. Hört mehr Geek Talk.